Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns den neuesten Panzer an oder einen der neuesten Panzer, der mit Patch 9.17.1 ins Spiel gekommen ist, und zwar den VK-100-01P, eingeschickt hier von Tank Scratcher. Vielen Dank an der Stelle, Kates Windsturm, und er ist Top-Tier, das ist natürlich schon mal ideal. Und man muss dazu sagen, dieser Panzer gehört jetzt zur neuen Mauslinie, das heißt, erst kommt der VK-100-01, dann das Mäuschen und dann auch schon die Maus. Und was man hier sofort sieht, ist extrem dicke Ketten und die Geschwindigkeit ist maximal gerade. Also mehr geht nicht, 20 km/h. Da fühlt man sich schon sozusagen wirklich ein bisschen der Maus nahe. Wenn ihr gegen diesen Panzer spielt, die Kommandantenkuppel kann man wirklich super gut und einfach treffen. Also das ist gar kein Problem. Ansonsten kann man aber mit der Panzerung schon auch wirklich arbeiten. Das haben wir ja zuletzt auch schon so ein bisschen gesehen. Aber das erste Video, was ich gemacht habe, war ja noch vom Testserver. Hier jetzt also vom Live-Server. Und was sehen wir? 220 Durchschlag mit Normal, 260 mit Premium. Also das sind so die Werte, die wir ein bisschen im Kopf haben sollten, wenn man gegen diesen Panzer dann spielt. Man sieht schon, sein ganzes Team ist schon eigentlich auf Position, schon bereit loszuballern. Nur er ist gerade mal gefühlt halb vom Cap-Punkt weg. Also da muss man definitiv wirklich mit klarkommen. Aber jetzt hat er es gleich geschafft, ist dann schon vorne und da drüben haben wir schon die ersten Gegner. Also da wird es jetzt gleich ordentlich rund gehen, denke ich mal. So, Objekt, Defender, T26E4, also da ist schon einiges und da kommt jetzt ein UI raus. Der spitzelt schon mal so ein bisschen raus und yo, der kriegt gleich die erste Begrüßungskelle. Trifft ihn hier zwar, aber da macht die HE-Granate keinen Schaden. Leider ein bisschen zu langsam im Reload, sonst hätte er den gleichen nochmal eine verpassen können. Oh ja, das Objekt, da hat es gut getroffen und das macht auch ordentlich Rums. Da sollte man ein wenig aufpassen. So, der T-43 schön seitlich, ja, da macht das eben natürlich einfach, dass er ihn hier gut durchschlägt. Diesmal prallt das Objekt ab und jetzt kann er da den T-43 schön seitlich Volley nehmen, auch wenn es noch 39 Struktur sind, aber auch die muss man erstmal wegmachen, weil sonst hat man einfach ein Rohr mehr im Spiel und das will man dann doch nicht. Jetzt hat er hier auch damit eine schöne Deckung, seitlich der T-34-85. Jo, der hat ordentlich gescheppert mit 471, aber vom Objekt hat er auch 403 reinbekommen. 1:5 steht es da aktuell für den Gegner, also da muss er jetzt so ein bisschen aufpassen. Nächster Abpraller. Die Panzerung hilft ihm jetzt natürlich ein bisschen aus. Auch hier jetzt aufpassen, weil die Arti hat ihn ja vorher schon da ein bisschen aufs Korn genommen, also dass er da jetzt nicht nochmal einen Treffer bekommt. So, und jetzt hier dem Super Pershing mal hinterher. Der könnte mit einem Schuss schon raus sein. Nimmt hier sich alle Zeit und nimmt ihn da raus. Super. Und jetzt der CDC. Der achtet ihn nur auf den Komet. Das heißt, da ist der Kill natürlich vorprogrammiert. Ganz klar. Dritter Kill. So, jetzt will der andere CDC hier auch nochmal in die Straße gucken. Aber da ist schon alles durch.
So, Objekt. Ah, da kommt er nicht durch. Hat sich wirklich Zeit gelassen, um da zu aimen. Aber hat er nicht hinbekommen. Kommt noch ein KV-13 rum. Jo, und da hätte er natürlich schon durch die Mauer schießen können. Jetzt hat er geschossen, deswegen kommt jetzt das Objekt da rum. Jetzt hat er hier wirklich drei Panzer gegen sich. So, jetzt lässt er sich da viel Zeit. Und da macht er es. Hat sich gelohnt, dass er sich da nicht das Ganze überhastet. Und wir sehen, da hinten hat er aktuell kein Problem. Aber nach vorne, der KV-3 und der KV-13, die nerven ihn schon noch. Und jetzt hat er hier Probleme, den KV-3 noch zu schlagen. Der KV-13 wurde durch die Arti rausgenommen. Das heißt, jetzt kann er sich wirklich alleine auf den hier konzentrieren. Und jetzt obendrauf, auch wenn er hier gekettet ist, aber ideal. Jetzt macht der KV-3 seitlich, probiert es zumindest, scheitert aber trotzdem. Also der war nicht gut vom KV geschossen. Er macht es da deutlich besser. Schön draufgebombt. Und wenn er den jetzt wegmacht, dann ist es hier ausgeglichen. Dann steht es nämlich 12 zu 12. Jo, und genau das macht er auch. Super gemacht. 4137 Damage schon gemacht. 4130 auch geblockt. Also, da ist er definitiv fleißig. So, jetzt den Emil. Arti trifft ihn aber nicht stark, Gott sei Dank. Und jetzt muss er natürlich da jetzt seinem Panther-Kollegen helfen. Die Arti ist da auch am Start. So, jetzt dürfte der Emil leer geschossen sein. Komm, Panther, nimm du die Arti raus. Genau, damit 13-13. Und er hätte hier ein bisschen auf dem Emil draufbleiben müssen, weil der Emil ganz klar im Reload war. Das hat er ein bisschen verpasst, diesen Moment mitzunehmen. Und jetzt hat es halt der Panther gemacht. Sehr schön. Und jetzt ist einzig und allein nur noch die gegnerische Art hier am Leben. Das wäre auch sein Krieger, den er sich damit abholen würde. Auch wenn es ewig dauert, aber er sucht seinen Weg Richtung Arti und irgendjemand wird sie schon finden. Aber das ist natürlich mit dem Panzer so, dass da einfach ein bisschen Geduld mitgebracht werden muss. Aber dafür, dass er 4130 Damage abgeblockt hat, hat er immer noch 700 Struktur übrig. Also das ist schon wirklich beeindruckend. So, und jetzt hat er da die Arti entdeckt, beziehungsweise der Panther hat sie entdeckt und er weiß jetzt, wo er hin dackeln muss.
Panther schießt schon drauf. Mal schauen, ob er jetzt die Arti wegmacht. Nein, die Arti nimmt jetzt echt da noch den Panther raus. Unfassbar. Jetzt könnte er natürlich die Arti jagen gehen. Aber mit 20 km/h einen Gegner zu jagen, macht nur... Entschuldigung. Macht nur bedingt Sinn. Deswegen jetzt warten und kommen lassen. So, Arti ist da. Und da, ohne Probleme, nimmt er den Panzer raus. 4747 Schaden gemacht, 4130 geblockt, 149 unterstützt. Aber alles in allem eine phänomenale Runde mit dem neuen Panzer. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.